Also ich bin die Johanna Wimmer, arbeite im Nationalpark Berchtesgaden in der Umweltbildung und jetzt sitzen wir gerade momentan hier bei uns im Bildungszentrum im Büro. Unser Ziel in der Umweltbildung ist es, die biologische Vielfalt, die Dynamik natürlicher Prozesse und ökologische Zusammenhänge zu vermitteln und für die Nationalparkzielsetzung Natur, Natur sein lassen zu begeistern. Ganz neu seit diesem Sommer haben wir mobile Bildungsangebote im Gelände. Und da kommt jetzt gleich meine Kollegin Carola, die wird euch dazu Näheres erzählen. Also mobiles Bildungsangebot bedeutet, dass wir draußen im Gelände einen Tisch aufbauen mit verschiedenen Utensilien, die wir uns vorher überlegt haben, die zum Thema passen. Also er ist thematisch auf ein Thema bezogen, also zum Beispiel Geologie im Wimbachtal. Es sollte schnell aufgebaut sein, dass wir wirklich auch reagieren können, falls uns ein anderer Standort besser vorkommt. Und dann sind die Leute draußen vor Ort und informieren die Besucher. Zum Beispiel oben auf der Bindalm haben wir auch einen mobilen Stand im hinteren Klausbachtal in der Ramsau. Da geht es um das Thema nachhaltige Almwirtschaft. Da unterstützt uns zum Beispiel der Nationalparkdienst auch auf den mobilen Bildungsangeboten neben dem Umweltbildungsteam. An diesem Standort kann man zum Beispiel auch einen Rundum-Casa besichtigen und man erfährt viele wichtige Sachen und interessante Sachen über die Almwirtschaft. So ein Rundum-Casa, das ist so die Urform der Berchtesgadener Almhütte und es ist immer ein Casa-Stöckel, sagt man, also ein Wohnraum, der zweigeteilt ist, mit einem Vorderteil, wo der Wirtschaftsraum ist, mit einer offenen Feuerstelle und dahinter einem Schlafraum. Gell? So hat man das aufgeteilt. Oben drüber klar das Dach und das Dach, das ist eigentlich der Clou. Das ist ein großer Dachvorstand, wo man dann die Kühe außen an das Gebäude anhängt, sodass die quasi mit dem Hinterteil im Freien sind. Ihr könnt es gerne regeln. Ja, schauen wir mal. Danke für die Info.